Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Wir testen heute das LG G2 Mini oder auch G2 Mini genannt. Das ist der kleine Bruder des Oberklassen-Smartphones LG G2 oder LG G2. Wir zeigen euch die Vor- und Nachteile dieses Geräts und wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Das LG G2 Mini ist halt, wie gesagt, die kompakte Ausgabe des großen LG G2 oder G2. Hier haben wir mal den Hauptbildschirm. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mehrere Homescreens anzulegen. Ab Werk sind das 5 Stück. Wir können aber bis zu 9 anlegen mit dem Android-Betriebssystem. Was jetzt die Bedienelemente angeht, haben wir ja eigentlich keine große Überraschung gegenüber dem großen Bruder. Wir haben hier natürlich von Android die typischen Zurück-, Home- und Menü-Taste. Darüber hinaus haben wir hier dieses Dropdown-Menü, wo wir halt die wichtigsten Schnittstellen bedienen können. Zum Beispiel hier auch NFC ist ja hier an Bord. Dann haben wir auch eine weitere Besonderheit, nämlich dass wir hier rechts und links keine Bedienelemente haben. Die Bedienelemente sind nämlich reduziert hier auf diese sogenannte Rear-Key-Taste. Das heißt, wir haben hier diese Kombination zwischen hoch und runter. Das ist zum Beispiel für die Lautstärke auch gedacht. Und hier auch diese Taste, mit der man das Gerät an- und ausschalten kann. Kameras sind natürlich 2 an Bord. Wir haben hier vorne eine Kamera für Videochats mit 1,3 Megapixel Auflösung. Und hinten haben wir die Hauptkamera. Diese hat eine Auflösung von 8 Megapixeln, wird unterstützt von Autofokus und, wie man hier sieht, auch einem LED-Blitzlicht. Hier oben haben wir dann die Buchse für Stereo-Headsets. Im Lieferumfang sind Stereo-Headsets mit dabei. Wir haben hier unten dann die integrierten Lautsprecher, wie man sieht, und darüber hinaus auch diese Buchse für das Daten- und Ladekabel. Wir haben hier nochmal den Größenvergleich. Wie man sieht, ist hier das LG G2 Mini gar nicht mal so mini gegenüber dem Samsung Galaxy Note 3 mit seinem 5,7 Zoll Display. Hier beim LG G2 Mini haben wir nämlich 4,7 Zoll in der Diagonalen. Und das Gehäuse wirkt aber relativ kompakt, wenn man das hier nochmal die Hand nimmt, weil wir hier einen relativ dünnen Gehäuserahmen haben oder Displayrahmen haben. Das kennt man ja auch schon vom großen LG G2. Das Gerät misst in der Höhe 129,6 mm, in der Breite haben wir hier 66 und die Bautiefe beträgt 9,9 mm. Das LG G2 Mini ist auch recht leicht, wiegt nämlich inklusive des austauschbaren Akkus ganze 125 Gramm. Wir wollen das LG G2 Mini nochmal in Betrieb nehmen. Wollte ich nochmal kurz vorher zeigen, wie das Gerät aufgebaut ist. Wie man sieht, haben wir hier auch in der Schale den NFC-Chip und hier diese besondere Aussparung für den Rear-Key. Dann haben wir hier den Akku. Dieser Akku hat eine Kapazität von 2440 mAh. Das reicht auch für eine relativ lange Sprechzeit, nämlich bis zu 210 Minuten. Das ist für so ein kompaktes Gerät echt gut. Auch Surfzeit waren 210 Minuten maximal und im Standby bis zu 470 Stunden. Dann brauchen wir hier darüber hinaus natürlich noch eine handelsübliche Micro-SIM-Karte und dann haben wir hier auch nochmal zu Testzwecken eine Micro-SD-Karte. Das sind hier 2 GB. Das Gerät kann aber den internen Speicher um bis zu 64 GB erweitern. Ja, das Einlegen ist eigentlich relativ leicht. Die Micro-SIM-Karte wird nämlich hier auf dieser Unterseite eingelegt. Man sieht hier auch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, der Kamera hier diese Anzeige, wie das Ganze zu machen ist. Die Micro-SD-Karte wiederum wird hier oben eingelegt, sitzt dann auch schön fest. Dann haben wir hier den Akku, legen diesen ein und dann wird einfach nur der Akkudeckel aufgelegt, überall ein bisschen festgedrückt und das Ganze wirkt auch sehr, sehr schön wertig verarbeitet. Angestellt wird, wie gesagt, das LG G2 Mini hier über die Rear-Key-Taste. Und wenn man diese lang genug gedrückt hat, geht es los. In der Diagonalen misst das Display des LG G2 Mini, wie gesagt, 4,7 Zoll. Die Auflösung ist jetzt nicht so hoch wie bei den Konkurrenzmodellen, zum Beispiel dem Sony Xperia Z1 Compact. Das hat ja eine HD-Auflösung. Hier haben wir 960x540 Pixel. Wie man hier anhand dieses Bildes sieht, fällt das eigentlich gar nicht weiter ins Gewicht. Ansonsten, was mir etwas negativ aufgefallen ist, das sieht man vielleicht auch, wenn man hier das Gerät hin und her bewegt, dass es bei Sonnenlicht relativ schwer abzulesen war, vor allem wenn man jetzt hier die Beleuchtung nicht auf 100% eingestellt hat, sondern auf eine niedrigere Stufe.
Darüber hinaus ist mir positiv aufgefallen der Prozessor. Das ist nämlich ein Quad-Core-Prozessor mit 1,2 GHz, ein Qualcomm Snapdragon 400, der hier an Bord ist, mit 1 GB RAM. Auch dieser war ausreichend für eine flüssige Bedienung des LG G2 Mini. Die Wertigkeit, wie gesagt, ist relativ hoch. Alle Einzelbauteile sind ja eigentlich sehr, sehr schön verarbeitet. Auch der Akkudeckel liegt gut auf und hier merkt man schon, dass LG da auf jeden Fall große Fortschritte in der Qualität gemacht hat. Bei der Steuerung des LG G2 Mini gibt es halt Besonderheiten. Neben der schon gezeigten Rear-Key-Steuerung haben wir hier diesen Doppeltipp, mit dem wir das Display quasi zum Leben erwecken können. Genauso können wir auch per Doppeltipp das Display wieder ausschalten. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn dieses Gerät in einer Navi-Halterung ist. Jetzt mache ich es mal wieder an. Na, das funktioniert nicht immer so zuverlässig, aber gut, in der Regel eigentlich schon. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, über das Einstellungsmenü hier über die Bildschirmsperre eine Option festzulegen, die heißt Knockout. Das ist auch etwas, was das große LG G2 hat oder auch der Nachfolger LG G3. Mittlerweile gibt es das auch für das LG G Flex, dieses erste gebogene Smartphone, was wir vorgestellt haben im Test. Also man kann hier einen bestimmten Knockout machen. Ich nehme jetzt einfach mal den einfachsten, sage, ich möchte gerne diesen Knockout haben, muss ihn nochmal wiederholen. Bestätige das und ansonsten kann man immer noch eine Backup-Pin eingeben. Das kann ich ja auch mal eben machen. Nehmen wir einfach mal diese Pin. Und nun wollen wir dann mal schauen, ob das Ganze funktioniert, wenn ich das Ganze hier ausstelle. Na, Sie sehen, der Doppeltipp funktioniert nicht mehr. Und jetzt ist per Knockout das Gerät wieder entriegelt. Die Hauptkamera des LG G2 Mini hat eine Auflösung von maximal 8 Megapixel. Wie wir sehen, haben wir auch ein LED-Blitzlicht und Autofokus mit an Bord. Um die Kamera zu starten, drücke ich mal hier auf dieses Icon. Wie wir sehen, haben wir hier auch die Möglichkeit, zu der zweiten Kamera zu schalten. Diese hat eine Auflösung, hallo, das ist unser Kameramann, mit maximal 1,3 Megapixel. Dann haben wir noch ein einzelnes Menü für den Blitz und hier zum Beispiel auch ein sehr ausführliches Bedienmenü, was eine Besonderheit ist bei LG, ist ja der Sprachauslöser, das hatte ich auch schon mal bei anderen Geräten gezeigt. Ansonsten können Sie natürlich gerne alle Fotos und Videos im ausführlichen Test auf tariftipp.de sehen. Ich kann nur mal kurz zeigen, dass wir hier auch dann nochmal zum Videomenü wechseln können. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, zu der zweiten Kamera zu wechseln, den Blitz einzustellen und auch hier die Größe oder die, sag ich mal, die Auflösung des Videos festzulegen und wie wir sehen, maximal ist mit diesem Gerät Full HD möglich. Was wichtig ist beim LG G2 Mini ist, dass der interne Speicher jetzt hier bei diesem Gerät nur 8 GB beträgt. Deswegen ist es fast zwangsläufig erforderlich, eine MicroSD-Karte dazu zu kaufen. Bis zu 64 GB können wir ja hier einlegen. Dann kann man hier auch diesen hauseigenen MP3-Player benutzen. Wenn man jetzt hier ein Headset anschließt, sieht man, kann man auch diverse Audioeffekte auswählen, unter anderem Pure Surround, was also einem virtuellen 3G-Klang entspricht. Natürlich kann man mit dem LG G2 Mini auch direkt Musik hören, hier über diese integrierten Lautsprecher. Ich spiele hier einfach mal das ab, das ist jetzt die maximale Lautstärke. Halt das mal kurz an das Mikrofon heran, damit Sie merken, wie die Klangqualität ist. Das ist eigentlich ganz okay, kein Scheppern, kein Blechernes etwas. Also das macht auf jeden Fall mit dem LG G2 Mini auch Sinn, dieses Gerät jetzt zum Beispiel einfach hier auf den Nachttisch zu legen und als Ersatz für das Hotelradio zu nutzen. Als Betriebssystem kommt beim LG G2 Mini eine relativ aktuelle Version von Android zum Tragen, nämlich 4.4.2. Aktuell wäre ja verfügbar 4.4.3. Wann es da ein Update geben wird, weiß ich nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es dieses geben wird. Ansonsten ist das LG G2 Mini auch in puncto Internet sehr gut ausgestattet. Wir können hier LTE mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde benutzen. Wir können auch HSPA Plus alternativ benutzen, bis zu 42,2 Megabit pro Sekunde oder WLAN und die WLAN-Schnittstelle kann man ja hier über dieses Dropdown-Menü ganz einfach anstellen.
Wir haben auch Browser vorinstalliert. Das wäre hier zum Beispiel der Chrome-Browser. Ich habe hier einfach schon mal die Tariftipp-Seite aufgerufen. Kann hier auch mal kurz auf einen Artikel draufgehen, damit Sie sehen, dass hier dieses Gerät wirklich keine großen Schwierigkeiten hat, die Inhalte darzustellen. So leichte Verzögerungen haben wir. Wie gesagt, das ist ja jetzt auch nur ein 1,2 GHz schneller Prozessor. Haben hier auch die Multitouch-Funktion. Die Sensoren funktionieren auch ganz gut im Hoch- und Querformat. Darüber hinaus haben wir natürlich hier auch nochmal unsere Facebook-Seite. Wissen Sie vielleicht, dass Tarifit die eine eigene Facebook-Präsenz hat? Und diese können wir jetzt dann auch mal eben schnell aufrufen. Da ist er auch schon. Und hier auch nochmal aus Facebook heraus einen Artikel aufrufen. Und da sind wir auch schon, da, wie man sieht, kann man hier mit diesem Gerät, obwohl die Display-Auflösung nicht die allerhöchste ist, wirklich sehr, sehr gut auch im Internet surfen. Um auch nochmal zu verdeutlichen, dass wir hier ganz gute Empfangseigenschaften haben in puncto Internet. Wir haben hier mal hier diese dritte Reihe, die Werte im Freien gemessen. 8,3 Megabit pro Sekunde ist eigentlich mehr als das, was diese Testkarte hier kann, nämlich 7,2 Megabit pro Sekunde im O2-Netz. Im Upload waren das ungefähr 1,7. Indoor sind wir natürlich etwas langsamer unterwegs. 4,3 im Download und 1,3 im Upload sind aber auch ordentliche Werte. Hier zeige ich auch nochmal die sogenannte Hörmuschel, die ja mittlerweile eigentlich nur noch ein Schlitz ist bei diesen kompakten Geräten. Obwohl das hier relativ klein aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Sprachenempfangsqualität beim LG G2 Mini bei unseren Praxistests durchaus gut. Auch bei schwierigen Empfangskriterien Indoor hat sich dieses kompakte Smartphone wirklich ordentlich geschlagen. Der Prozessor ist wie gesagt ausreichend beim LG G2 Mini. Wir haben hier im AnTuTu Benchmark Test eine Punktzahl von 17.199 Punkten. Um mal zu gucken, wo wir da ungefähr liegen, möchte ich hier nochmal kurz dieses Ranking aufrufen. Wie wir sehen, sind wir hier knapp hinter dem Samsung Galaxy S3, also dem Vorvorgänger des aktuellen Flaggschiffs von Samsung. Und hier gucken wir auch nochmal, hier haben wir das LG G2, den großen Bruder dieses Geräts hier. Der ist natürlich weit, weit voraus, aber dieses Gerät hat ja auch den eindeutig besseren Prozessor an Bord. Wir können natürlich auch gut Spiele spielen, wie Real Football mit dem LG G2 Mini. Hier sieht man allerdings schon bei den Zuschauern diese kleine Bewegung hier, dass die Bildschirmauflösung halt doch nicht die höchste ist. Wie gesagt, 960 x 540 Pixel. Allerdings, wenn wir dann jetzt anfangen mit dem Spiel, merken wir jetzt eigentlich, dass der Prozessor für dieses Gerät hier vollkommen ausreichend ist. Ich hole uns jetzt hier noch mal kurz die Spieler ein bisschen näher ran, damit sie dann auch was sehen, wenn ich jetzt hier damit zocke. Ich habe hier die Mannschaft in Rot. Das ist in diesem Falle Fortuna Düsseldorf. Versuche natürlich gleich mal hier einen Angriff zu starten und schenke dem Gegner gerade den Ball. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kann ich es ja doch nochmal schaffen, ein Tor zu schießen. Und wer hätte das gedacht, die Fortuna kann sogar nochmal Tore schießen. Und Sie sehen hier, die Auflösung ist eigentlich vollkommen ausreichend. Es macht schon großen Spaß, dieses Spiel auf dem LG G2 Mini zu spielen. Kommen wir zu den Stärken und Schwächen des LG G2 Mini. Was mir gut gefallen hat, ist vor allem die Akkulaufzeit. Wie gesagt, 210 Minuten Sprechzeit ist für so ein kompaktes Gerät durchaus aller Ehren wert und auch besser als die Konkurrenz, als zum Beispiel das Sony Xperia Z1 Kompakt oder als das Samsung Galaxy S4 Mini. Was mir darüber hinaus auch gut gefallen hat, ist, dass wir hier viele Features haben, die wir sonst nur in der Oberklasse finden, also namentlich beim großen Bruder, dem LG G2 oder auch dessen Nachfolger G3. Dann haben wir auch praktische Sachen, wie zum Beispiel den Knockcode, den ich gerade gezeigt habe, oder auch die Bildschirmentsperrung per Doppeltipp. Darüber hinaus hat mir gut gefallen, dass wir all diese Technologien in einem sehr kompakten und leichten Gehäuse verbaut haben. 125 Gramm ist auf jeden Fall ein Wort gegenüber Konkurrenten, die mehr wiegen. Was mir nicht so gut gefallen hat, aber das ist ja auch eher Geschmackssache, ist die sogenannte Rear-Key-Bedienung. Das hat mich vor allem genervt, wenn ich dieses Gerät als Navi benutzt habe im Autoverkehr, dadurch, dass halt dieser Knopf immer wieder gerne an die Rückseite stößt. Oder auch in der Hosentasche ist diese Rear-Key-Steuerung etwas nervig. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Knockcode zu aktivieren, um halt nicht aus Versehen einen Anruf zu starten oder sonst irgendwie das Gerät vielleicht auszuschalten. Was mir ansonsten auch nicht so gut gefallen hat, ist, dass der Speicher relativ klein ist, 8 GB.
Terabyte. Das heißt, man muss eigentlich zwangsläufig eine MicroSD-Karte hinzukaufen. Allerdings kann man hier auch Karten mit bis zu 64 GB einbauen, was natürlich auch wieder positiv ist. Darüber hinaus, was natürlich jetzt im Test nicht weiter genervt hat, ist die Display-Auflösung. Allerdings muss man sagen, dass sie gegenüber Konkurrenten niedriger ist. Zum Beispiel das Sony Xperia Z1 Compact hat hier HD-Auflösung zu bieten. Vom Preis her ist das LG G2 Mini auf jeden Fall interessant gegenüber der Konkurrenz. Wir haben hier nämlich eine UVP von 349 Euro. Im Internet kostet das LG G2 Mini mittlerweile nur noch 230 Euro. Die Konkurrenten sind natürlich in der oberen Mittelklasse zu finden. Das wäre das schon genannte Samsung Galaxy S4 Mini und das Sony Xperia Z1 Compact. Dazu zähle ich dann auch nochmal als Konkurrent das HTC One Mini oder auch dessen brandneuen Nachfolger, das HTC One Mini 2. Das war das Tariftipp.de Testvideo zum LG G2 Mini. Wie immer findet ihr natürlich in Kürze den ausführlichen Testbericht auf Tariftipp.de. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns den einen oder anderen Kommentar hinterlassen könnt oder euch auch gerne als Facebook-Fans von Tariftipp.de outet. Mein Name ist Thomas Meyer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald auf unserem YouTube-Kanal von Tariftipp.de. Das war der Test. Mein Name ist Thomas Meyer. Bis bald. Bis. Das war der Test. Mein Name ist Thomas Meyer. Bis bald. Bis.